Hallo und herzlich willkommen zu Elden Ring 1. Ich zeige euch heute meinen Spielstand. Denn, wie ihr vielleicht schon in der Dark Souls 2 Aufnahme neulich mitbekommen habt, habe ich tatsächlich privat angefangen, Elden Ring zu spielen. Jetzt waren auch ein paar... Also ich war sehr hin und her gerissen. Ich will einmal kurz erzählen, wie es dazu kam. Denn eigentlich möchte man ja meinen, okay, ich hebe mir das auf, so wie ich das jetzt auch bei den Dark Souls-Spielen und Souls-like-Games allgemein eher gemacht habe. Denn Henno Souls kann man ja auch hierfür anwenden. Dann in 2-3 Jahren. Denn von der Chronologie hatte ich geplant, ne, ich spiele ja gerade Dark Souls 2, als nächstes wäre dann Dark Souls 3 dran. Dann wäre Demon's Souls dran. Dann wäre hier Bloodborne dran. Dann wäre Sekiro vielleicht dran. Und dann wäre Elden Ring dran. Und dazwischen müssen ja auch mal ein paar andere Projekte kommen. Nicht immer nur Souls-like auf dem Kanal, um ein bisschen Abwechslung auch zu garantieren. So und, ne? So. Und jetzt kam das Spiel raus und hat so viel Anklang gefunden. Und wer mich vielleicht schon eine Weile guckt, weiß auch, dass ich halt Open World liebe. Die meisten Open World Titel so, der alten Schule. Elder Scrolls Teile, die älteren. Oder Skyrim auch, ist ja der letzte, aber ist auch schon alt. Oder die Gothic Teile, ne? Zitiere ich immer wieder herbei. Und jetzt hat man hier ein Souls-like-Spiel, wo ich letztes Jahr viel zu spät gemerkt habe, Alter, ist ja voll geil, gehe ich voll drin auf, bin ein kleiner Tryhard. Roleplay-Games finde ich eh geil. Und ich wusste ja schon immer, ich muss das noch nachholen. Hatten wir ja viel drüber gesprochen letztes Jahr. So, und jetzt kommt die Mischung mit Open World. Und ich war selten in meinem Leben so hin und her gerissen. Denn hier geht es auf der einen Seite darum, einfach privat sich was Gutes zu tun. Wisst ihr, was ich meine? Also einfach so mal drauf zu scheißen als Content Creator, sich irgendwas aufzusparen, sondern das jetzt einfach mal offscreen für sich, ohne irgendwelche Kommentare, ohne einen Chat vielleicht, ohne irgendwas, da sich einfach reinzuknien, zeitlich, wie man Bock und Zeit hat. Oder man hebt sich das auf für in vielleicht 2 Jahren, um es dann vielleicht zu bringen, weil wer weiß, was in 2 Jahren ist. Und ich muss euch jetzt feststellen, und das habe ich schon mir die ganze Zeit gedacht, so wie gut ist Henno Souls als Format eigentlich auf Elden Ring anzupassen. Denn Open World, also Open World beinhaltet für mich, so wie ich es spiele, ich gucke mir wirklich jede Ecke an. Also ich will dann auch mal einfach 20 Minuten lang einfach einer Klippe folgen und gucken, ob da irgendwas ist. Aber so in einem Let's Play, wo man auch in 1,5 Stunden irgendwie was vorzeigen möchte, stelle ich mir das dramatisch vor. Also Krise in meinem Kopf. So als 5-Stunden-Stream immer mal, kann ich mir schon vorstellen, Elden Ring. Also wäre ich so ein Daily-Streamer, würde ich mir das auf jeden Fall geben. Aber so als Let's Play, ich würde es dann lieber so machen, dass wir die eben genannten Teile erstmal abklappern. Ey, da haben wir auch noch so viel Content vor uns. Vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen. Und dann gucken wir mal. Wir können trotzdem dann Elden Ring als Henno Souls vielleicht bringen mit Glücksrad. Allerdings dann halt mal nicht blind. Ist vielleicht auch mal was. I don't know. Und vielleicht bringe ich da noch einen Twist rein, damit es ein bisschen schwerer ist. Keine Ahnung. Ja? Gucken wir mal. So, ich dachte mir aber, weil ich das parallel privat gerade spiele, ich zeige euch einfach mal den Stand der Dinge bei mir. Ich habe jetzt, ich glaube, wie viele Stunden? 13 Stunden oder so drin im Game? Also gar nicht viel. 17. 17 Stunden, echt nicht viel. Ich habe auch sehr spät jetzt erst mich entschlossen, nach Release das anzufangen. Also ich habe wirklich eine Woche oder zwei hin und her überlegt. Nee, wann kam das raus? Ja, auf jeden Fall eine Weile. Und deswegen jetzt ganz entspannt, immer wenn ich mal Zeit habe, ein bisschen Status. Ich gehe hier in dem Run auf Geschicklichkeit, einfach weil ich jetzt bei Dark Souls 1 und 2 voll auf Stärke gegangen bin. Wollte ich jetzt einfach mal Volldampf Geschicklichkeit. Aber was mir aufgefallen ist, ich zeige euch mal die Map, wie weit ich so bin. Was mir aufgefallen ist,
Jetzt so in diesem, ich sag mal, Anfangsbereich ist das hier, würde ich behaupten. Also ich habe ja schon einiges umgekrempelt, wie ihr seht. Und auch viele Dungeons schon entdeckt und Bosse gemacht und hasse nicht. Ich habe das Gefühl, im ganzen Startgebiet gibt es keine Geschicklichkeitswaffe. Also schon ein bisschen. Ich meine, gut, es gibt ein paar Dolche, aber Dolche finde ich halt kacke. Sondern gibt es ein Rapier, habe ich mir gekauft. Und einen großen Degen habe ich gefunden. Und den Krummsäbel. Und halt das Katana, mit dem ich gestartet habe. Aber die sind alle... Also ja, fühle ich gar nicht. Der große Degen braucht halt ultra viel Stärke. Sehe ich nicht ein. Der Krummsäbel skaliert nicht so geil auf Geschicklichkeit. Also irgendwie alle Waffen, die, wo ich denken würde, von Dark Souls 1 und 2, das sind Geschicklichkeitswaffen, haben so ausgeglichene Skalierung. Klar passt sich das noch ein bisschen an, aber sogar die Dolche, also haben nicht unerheblich Stärke. Also keine Ahnung, wie es in Dark Souls 3 ist, aber das fand ich sehr weird. Also so ein Katana, was genauso hohe Skalierung auf Geschicklichkeit wie auf Stärke hat. Hä? Naja. Das ist so gerade ein bisschen mein Struggle. Ich habe die Clown hier für mich. Ja, hier der Pflege wäre auch noch eigentlich... Ne, also, ja, es ist weird. So, und dann findet man aber halt so richtig heftige Stärkewaffen, weißt du? Zum Beispiel der Ziegelhammer. Oder das fette Schwert. Ja? Oder Claymore ist ja, glaube ich... Oder, ne, das ist, glaube ich, für Quality Build. Aber, also... Das ist so ein bisschen gerade mein Struggle. Ich habe jetzt die Hakenkrallen für mich entdeckt. Ey, und ich habe die 5-mal geupgradet und bin bei 114 körperlichen Schaden. Das ist irgendwie ultra wenig. Also das Ushigatana, was meine Startwaffe war, hat mehr Schaden. Klar, greift ein bisschen langsamer an, aber... Hä? Also, das kommt noch hinzu. Ich habe halt als Samurai angefangen und gefühlt fängt man mit schon der besten Geschicklichkeitswaffe für den ganzen Anfangsbereich an. Aber das wollte ich halt nicht einsehen. Deswegen habe ich dann auch einfach aus Trotz diese Hakenkrallen hier genommen. Die sind ganz nice. Schlitzt damit schön auf. Ist halt auch... Gut, ist halt auch Dual-Wielding. Das erhöht natürlich deutlich den Schaden. Aber ja. Hat halt gar keine Range. Aber die... nennt man das Asche, ne? Die da drauf... ausgerüstet ist. Die ist nice. Die ist sehr nice. Hier Mittel wechseln. Das Talent. Schnellschritt. Genau. Ja, so. Also, was machen wir? Ich bin hier gerade oben bei der Burg. Hier ist so ein Heini, der einen Flammenwerfer hat irgendwann und alles wegputzelt. Dann habe ich ja erstmal gesagt, ja, brauche ich jetzt noch nicht. Mich erstmal nach unten. Habe hier unten alles geklärt. Was mich ein bisschen irritiert, könnt ihr mir vielleicht beantworten. Hier gibt es diese Quest- Pfeile oder so, was einem grob eine Richtung zeigt, was so Main-Story-mäßig, glaube ich, relevant ist. Aber die bleiben ja. Ich bin irgendwie... Ich habe das Gefühl, ich bin ja noch nicht durch, auch wenn ich den Typen hier weggeboxt habe. Naja. So, was ich jetzt erstmal machen wollte. Ich wollte hier nach Osten mal gucken. Ich glaube, das ist nicht mehr Startgebiet. Da kamen nämlich irgendwelche richtig großen Bären und haben mich einfach komplett auseinandergenommen. Deswegen glaube ich, dass man eigentlich oben in diesem Schloss, wo ich war, oder ja, gerade eben war, dass man da eigentlich erstmal weiterspielen sollte. Aber mal gucken. Übrigens, heute entspannt hier nicht mit Glücksrad und irgendwie, ne? So. Gut, den machen wir erstmal weg, wenn er sich umdreht. Perfekt. Ich finde es so witzig, dass man hier beim Sprinten keine Ausdauer regeneriert, verbraucht. Okay, der hat keinen Bock zu kämpfen. Okay. So, also für mich natürlich super aufregend alles, weil es ein Riesensprung von Dark Souls 2 zu Elden Ring. Für mich ist, glaube ich, nochmal mehr neu. Aber ja, es ist schon ziemlich nice. Also es ist schon echt ziemlich nice. Ich finde das Spiel richtig geil. So. Aber ich merke halt auch ein paar Sachen, wo ich noch nicht auch so genau weiß, wie das gedacht ist vom Spiel. Ich bin ja jemand, der versucht dann immer ein Game komplett durchzuanalysieren.
Und bei diesen schlauchartigen Souls-like-Games, wie man sie halt kennt, I guess, zumindest ich, Dark Souls 1 und 2, fällt mir das einfacher als selbstverständlicherweise bei einem Open-World-Spiel. Ach so, hier kommen die Untoten aus dem Boden, hör mal. Ja, wenn du deine Sense droppen würdest, wäre schon geil. So. Ich wechsle immer auf meinen +7-Speer vom Pferd. Und auch einfach, wenn ich mit meinen Klauen keinen guten Schaden anrichte, weil der Gegner beispielsweise eine hohe Resistenz gegen diese Schadensart hat. Ja, gib doch mal hier eine Sense oder so. Das wäre doch cool. Bei Klauen vom Pferd ist halt auch asozial. Ich habe auch eh das Gefühl, dass Pferd komplett busted ist. Also die Gegner können einfach nichts machen. Na gut. So, hier wollte ich jetzt ein bisschen erkunden. Genau, ich wollte erstmal ein bisschen weiter reiten. Weil da war irgendein Typ auf dem Floß. Den wollte ich gerne umboxen. Ich glaube, das ist ein Boss. Gucken wir mal. Mhm. Der nehme ich. So, gehen wir direkt hier in die Vollen. Ist doch schön. Jetzt überlege ich, ob ich hier die Runen cleare. Ich weiß nicht, ob... Totenwasserdorf. Ich weiß nicht, ob ich das erstmal cleare, bevor ich den angehe. Kommst du zu mir? Genau. Fahren wir mit deinem Schiff hier hin. Ich hab... Falte ich den im Wasser? Was macht denn der so? Hello? Tibia-Seefahrer. Ja, wo ist er? Hä, hey, der ist nach da hinten abgehauen. Was ist mit ihm los? Angriff, Leute. Beschwört der Leute? Nee, ach komm. Oh, der hat aber einen Kahn, Alter. Welches Ackermensch hier, hör mal. Ich glaube, erstmal die Heads, ne? Na, wobei. Oh, was ist da los, Alter? Oh mein Gott! Ciao, Kakao. Okay. Todeswurzel. Ist ein Schlüssel. Und Asche der Skelettmiliz. Die hatte Sterzig auch, das weiß ich noch. Ich habe auf Sterzigs Kanal, das Video kann ich empfehlen. Sterzig hatte ja Corona. Und er hat einfach in seiner Corona-Zeit, hatte super milden Verlauf, hat richtig, war richtig entspannt für ihn. Er hat einfach die ganze Zeit Elden Ring gezockt. Und ich habe dann gesagt, yo, als Urlaubsvertretung mache ich ein Video auf seinem Kanal und schau mir einfach seinen Spielstand an. Wo kam ich denn her jetzt? Hier links. Und vielleicht eine Sache, bevor das jetzt hier groß aufkommt bei euch in den Kommentaren. Mir ist aufgefallen, seit dem Elden Ring Release, dass es eine Diskussion gibt, wie man Elden Ring zu spielen hat und wie nicht und wer dieses Spiel spielen darf und sollte und wer nicht. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig so zusammengefasst, denn als ich das erste Mal damit so in Berührung kam, dachte ich so, sind... Also ja, Menschen sind dumm, aber... What is happening? Ja? Da werden irgendwie StreamerInnen geflamed, die eine Asche benutzen. Also seit... Also, what? Oder Leute, die auf Magie gehen.
Die werden auch geflamed. Sei ja zu einfach. So spielt man das nicht. Oder Leute, die sagen, boah, sie hätten voll Bock auf Elden Ring, aber es ist ihnen leider zu schwer. Sie hätten gerne die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad einzustellen. Denen wird dann gesagt, na, ein Elden Ring ist nichts für dich. Like, what? Also, da bin ich überhaupt nicht, da gehe ich nicht mit d'accord, Leute. Denn erstmal, so ein Spiel, ob das jetzt Elden Ring ist oder Hello Kitty World oder Lego Island, ist mir scheißegal. Spiele, egal wie schwierig die sind, und reden wir jetzt mal über besonders schwere, also meinetwegen Souls-like Games, whatever, oder richtig heftige Roguelikes. Spiele geben einem immer einen Werkzeugkasten. Und dieser Werkzeugkasten wird von den Entwicklern bewusst vorgegeben. Und in diesem Werkzeugkasten hat man verschiedene Tools. Wie zum Beispiel in Elden Ring, der Werkzeugkasten beinhaltet Aschen als Tool. Und wenn das angeboten wird, ist es total legitim, wenn man das nutzt. Und nur wenn Einzelne von sich behaupten, sie finden das zu einfach, sie spielen lieber ohne diese Aschen, dann berechtigt es sie noch lange nicht, anderen aufzuerlegen, auch so. Also generell, wenn Leute von sich immer auf andere ausgehen, da kriege ich halt Herpes in der Arschrinde. Gibt's das? In der Arschritze. Verstehe, wie ich meine? Lass die Leute auch einfach so spielen, wie sie wollen, wie sie Spaß haben. Wieso habe ich das nicht getroffen? Dafür könnt ihr mich zum Beispiel flamen. So, ich wollte es nur mal angerissen haben. Ich höre hier gerade. Oh, hier kann man runter. Ja, entdecken wir mal, oder? Ja, warte, ich wollte erst noch die andere Seite clearen. Also das ist der Kern des Ganzen für mich. Lass doch die Leute bitte so spielen, so Elden Ring spielen, wie sie Lust haben. Niemand muss sich doch rechtfertigen für seinen Spielstil. Also ich wurde ja auch schon teilweise beim Dark Souls 1 Projekt geflamed, dafür, dass ich die Schwarzritter-Hellebarde benutzt habe. Aber Leute, wenn das Spiel mir das vorgibt, also ich bin da ja super schmerzlos. Für mich ist ja immer so, ich will das Game, was ich spiele, komplett ficken. Und dann nehme ich alle Mittel, die mir recht sind. Ist mir scheißegal. Ja? Weil das Spiel kann ruhig kommen mit, oh, ich habe schwere Bosse und du wirst so oft sterben, aber dann, wenn da so eine schwarze Ritterhellebarde rumliegt, dann nehme ich die und klopp dieses Spiel zurück nach Mappen Süd, wo es herkommt. Verstehe, wie ich meine? Und wer dann das kritisiert, der hat ja das Prinzip nicht verstanden. Es geht doch darum, dieses Spiel richtig geil fertig zu machen. Ich höre, ach, da hinten ist er. Wie war das hier? Scheiße, so. Jetzt bin ich... Oh, bleib doch hier. Ja, komm, verpisst euch. Oh, lol, ist ein kleiner Friedhof. Oh, und da ist ein Riese. Okay, gibt's noch ein bisschen was. So. Also ja, am Ende des Tages könnte ich jetzt noch ewig so weiter. Mache ich jetzt aber nicht. Grundlegend, ich wollte es nur einmal angesprochen haben, weil ich das halt bei allen anderen Leuten, die Elden Ring gespielt haben, mitbekommen habe. Also niemand wurde einfach in Ruhe gelassen. Ist ja insane. Egal wie rum. So, auch zum Beispiel Sterzig hat gesagt, er benutzt keine Asche, weil ihm das so einfach ist. Oder weiß sich für ihn, wie Cheaten anfühlt. Ist ja auch egal. Und dann wird er wiederum geflamed, warum er keine einsetzt. Also man kann es ja einfach niemandem recht machen. Das Ding ist, wenn man so erstmal anfängt, für mich ist halt das Pferd zum Beispiel auch überbroken. So, dann, okay. Dann spielen wir jetzt ohne Pferd. Ist broken. Okay, dann, ja, es ist Flakon, Alter. Ist auch ziemlich broken. Man kann sich healen. Spielen wir nicht mit. So, wo führt denn das hin, Alter? Find Katana auch ziemlich stark. Sollte man nicht mitspielen. Ist viel zu einfach dann, das Spiel. Wer bestimmt das? Ist das der Kaiser von Soulheim? Ist das der Herr von Soulhausen? Gut, hier ist er. Ah, da ist noch was. Moin, Leute. Das war zum Beispiel für mich auch ultra ungewohnt, dass ich einfach Leute, die aufstehen, dass ich denen schon Schaden machen kann.
Ist aber Dark Souls 1 und 2 einfach nicht so. Du haust dann einfach durch die durch. Alter, ihr seid so dumm scheinbar, Leute. Pilz, geil. Das ist so ein Game-Design-Element. Das soll doch die Leute triggern, oder? Also immer wenn ich einen Pilz bei sowas loote, denke ich so... Why? Warum? So, dann gehen wir hier mal runter. Also ich erkunde jetzt mit euch einfach so ein bisschen das Gebiet. Oh, hier sind ein paar Mücken, Alter. Ja, wird jetzt auch langsam, ne? April, Mai, naja, gut. So, wo ging das hier runter? Ich wurde übrigens noch nie invaded. Passiert das mal? Ich spiele online. Traut sich niemand, oder? Ich habe generell noch nie ein Souls-like-Game. Ich wäre eh noch so eine richtige Souls-like-Jungfrau. Wisst ihr, wie ich meine? Wo ging das hier runter? Hä, das war doch hier irgendwo. Ich glaube, es war weiter da. Ah, das war dann noch weiter runter, ne? Ja, das war da runter. Nee, da will ich... Oh, da sterben aber viele. Oha. Okay, aber dann gehen wir erstmal hier runter. Das sollten wir ja überleben. Das ist auch so krass, wie weit man hier fallen kann. So, was haben wir hier? Ja, was ich sagen wollte. Ich habe ja noch nie... ...einen Souls-like-Game online richtig viel gespielt. So, richtig die volle Experience, wisst ihr? Weil bei Dark Souls 1 war halt so... Ich glaube, da wurde ich einmal im ganzen Let's Play invaded, oder? Und ich selber habe es halt nie gemacht, weil ich die Eide noch gar nicht geblickt habe. Ich habe gar nicht verstanden, was das sollte. Okay, sind 1 Million Runen. Und dementsprechend... Ne? Und jetzt bei Dark Souls 2 ist ja der Online-Service aus. So, da ist noch so eine Ruine. Okay, da geht es auch weiter in den Osten. Ich habe das Gefühl, zu weit in den Osten soll ich ja noch nicht hin. Oh, da ist aber sehr bald auch ein Bäumchen. Okay, dann reiten wir mal hier weiter. So. Schaffe ich es hier runter? Und dann... Darf ich da wieder hoch? Da ist auch ein Riese. Easy. Ja, soll ich hier erstmal und dann nach rechts abdriften? Ja, oder? Wer ist das? Ach, ist ein Wolf. Oh, ich höre aber wieder was. Das ist sehr tief. Ich glaube, das... Genau, überlebe ich nicht. Mal Wölfe. Ich kann auf dem Pferd nicht auf die Karte gucken. Krass. So, dann ewehre ich mich mal diesen Bestien. Neutralisierende. Der Baumwand. Junge, kannst du nicht mal zur anderen Seite hauen? Okay. Jetzt geht's schon. Eben ging das nicht. Vielleicht, weil ich angegriffen wurde. Okay, ich will jetzt hier mal am Rand hier runter mich vorpirschen. Ja, ich markiere mal. So. Ja, genau. Da ist auch verlorene Gnade, Digga. Ich habe überlegt, also auch so, ich dachte mir am Anfang, boah, wisst ihr was, ich gehe mal auf Bogen. Weil das habe ich auch noch nie, auch nur in Erwägung gezogen, bei Dark Souls, mal auf Bogen oder Armbrust zu gehen. Fand ich ganz cool, der Gedanke. Kriegsasche, heilige Klinge. So, und dann spiele ich dieses Spiel 17 Stunden und ich finde halt keinen einzigen Bogen.
Und dann denke ich mir halt wiederum, warum sollte ich das tun? Das finde ich halt so ein bisschen schade. Mir fehlt hier gerade im Early Game noch ein Händler oder so, der ein gutes Grund... So eine gute... Also es gibt ja einen Händler, da gibt es dann immer zwei Waffen zu kaufen. Also ich meine, es gibt ja einmal hier bei der Kapelle... Nee, wo war das? Hier. Hier gibt es einen Händler, Kirche von Ellie. So, dann gibt es hier bei der Tafel einen Schmied, der... Der verkauft einen Säbel oder so, dann... Degen. Und das war's. Also das finde ich wirklich... Ich meine, ich habe auch echt viel hier schon abgegrast. Ich meine, ich habe 17 Stunden nur in diesem Anfangsgebiet verbracht. Und habe wirklich... Also klar habe ich da wahrscheinlich noch lange nicht alles entdeckt. Aber... Da habe ich schon ordentlich Bosse auch gemacht. Und Dungeons und so. Und auch viele, viele Gegner schon erschlagen. Ne? Aber irgendwie, da fehlt es mir auch einer, der Schmiedesteine verkauft. So, es gibt halt ein paar Händler, die verkaufen da mal 3 Schmiedesteine. Und die sind dann leer gekauft. Und vor dem letzten Patch gab es ja nicht mal das. Ich hatte halt 80 Schmiedesteine Rang 2, aber keine 1er. Das war ja einfach nur, das war... Ja, da mussten sie ein bisschen patchen. Da war das Spiel noch nicht ganz so optimiert. Das hat man schon gemerkt. Aber das ist ja auch normal so, dass man so diese kleinen Anpassungen macht. Ah, die Köchner gibt es immer heftiges Loot. Flasche der wundersamen Arznei. Kristalltränen findet ihr am Fluss niederer Erdenbäume. Und an anderen Orten des Zwischenlandes. An Orten der Gnade könnt ihr 2 Kristalltränen in der Flasche der wundersamen Arznei mischen. So lassen sich Elixiere herstellen, deren Effekte ihr selbst bestimmt. Ja, da habe ich schon Zutaten für gefunden. Aha. Aha, jetzt habe ich dafür endlich eine Pulle. Oh, selbstgebrauter. So, und? Heilige Träne, nice. Damit kann ich ja nochmal meine Pulle hier upgraden. Gut. Dann machen wir das mal. Ich dachte tatsächlich, hier im Osten sollte ich noch nicht hin, aber bislang geht das ja. So. Arzneimischung. Über dieses Menü könnt ihr 2 Kristalltränen in der Flasche der wundersamen Arznei mischen. So lassen sich Arzneien erstellen, deren Effekte selbstbestimmt. Ja. Aber verbrauche ich die? Regeneriert Hälfte der Gesamt-LP. Das ist ja später komplett bastelt, oder? Kurzzeitig anhaltende LP-Regeneration. Ja, verbrauche ich die, oder? Okay, pass auf. Kurzzeitig anhaltende LP-Regeneration und verringert den erlittenen Schaden beträchtlich. Ah, ich habe jetzt gar nichts zum Bestätigen. Die sind jetzt einfach da drin. So, und jetzt muss ich wahrscheinlich das aufteilen, ne? Ups. Ja, erstmal verstärken, klar. Habe ich ja gerade eingesammelt. Nee, aber... Ach so, da ist das nochmal eine extra Flasche. Ich kann mit Melina sprechen? Lol. Moin, servus. Spoken echoes linger here. Words of Queen Marika, who vanished long ago. Ich habe die Story auch noch gar nicht verstanden. I will share them with you. Zero. Very well. In Marika's own words, my lord and thy warriors, I divest each of thee of thy grace. With thine eyes dimmed, ye will be driven from the lands between. Ye will wage war in a land afar, where ye will live and die. Well, perhaps that might serve you in... Ja, vielen Dank für diese Info. Also da, das bringt mir jetzt auch viel. Es ist halt... generell, wenn Leute Quest sagen, zu dem, was man hier in... From Software spielen machen muss. Also was hat das mit einer Quest zu tun? Man redet mit Leuten und dann redet man nochmal mit Leuten und dann redet man nochmal mit Leuten und man muss sie halt finden und suchen und dann redet man mit denen
Und dann droppen die vielleicht mal in einem. Das sind Quests. Und für die muss man ja teilweise studiert haben, um zu peilen, was sie von einem wollen. Also es ist ja so... Also ich habe das Gefühl, bei From Software, da arbeiten ein paar Leute, die echt krasse Snowflakes sind. Wisst ihr, wie ich meine? So Hauptsache richtig extra und schwer und undurchschaubar und oh, wir sind so cool. Aber irgendwie hat es ja auch was auf der anderen Seite, weil ist dann irgendwie auch immersiver als, ich meine, ganz auf der anderen Seite der Skala wäre so, yo, oh, meine Ernte, die ist im Arsch, diese Keiler, holt mir 10 ihrer Köpfe. Aber ich fand es zum Beispiel persönlich immer sehr nice, wie das so bei Elder Scrolls war. Mostly, ja. Das war schon immer... Also weil... Also die Leute sagen ja legit nicht, was sie wollen. So in echt. In echt. Also ist es ja auch... ist ja so dumm, wenn man mal drüber nachdenkt. Imagine, ich soll sterzig Essen mitbringen aus der Mittagspause. Quest für mich. So, der sagt ja nicht... Oh, und Königin Marika sagte, ihr sollt dem Zwischenland den Rücken kehren und verweilen im Land des Subways. Um dort ewig mir Chicken Teriyaki zu obsiegen und bringe er Maschala. Würde er das zu mir sagen, ich würde ihm rechts und links eine geben und sagen, du gehst selber. So, reiten wir weiter. Ist doch wahr, also ist doch dumm. So, hier am Ufer haben wir nichts. Oh, doch. Das ist so eine fette Riesenkrabbe, ne? Die hat irgendwie Range Attack, finde ich ja auch skurril. Vielleicht können wir uns da ran... Die Kleinen machen, glaube ich, nichts, oder? Machen die was? Ich glaube nicht. Macht ihr was? Jo, seid ihr... Nö, ne? No drama. Fein. Feini. Bin hinter dir... Also was ich sagen muss bei Elden Ring, was ich mit Abstand am krassesten finde, ist das Level-Design. Also sorry, aber was bisher mein Highlight war, war hier unten diese Burg, Schloss Morn. Okay, ist ein Schloss. Fand ich so krass geil gemacht. Richtig atmosphärisch, schön düster auch wieder. Ich meine, da hinten, guck dir das an. Da muss ich hin. Ist ja, wie sick auch der Wolkenbruch. Da irgendwie, so ein bisschen. Und Gegnerdesign. Also was ich schon für Gegner hier gesehen habe. Wie die sich bewegen teilweise und was sie machen und wie die aussehen. So geil. Und die Soundkulisse dann manchmal, ne? Ich meine, jetzt gerade so relativ standi, ne? Aber, ja, wir reiten mal weiter. Ich muss immer erst... Ich nehme mir mal bei Open World so ein Gebiet vor und dann werde ich erstmal den Rand ablaufen und dann gehe ich so einmal durch nochmal. So grase ich immer bei Open World alles ab. Okay, hier sind viele Leute gestorben. Köder. It's a trap. Ist es der Trepp? Also manchmal habe ich auch diese Blutflecken und denke so, meine Fresse, sind die scheiße. Okay, machen wir dich mal. Machen wir dich. Kommt jetzt hier aus dem Meer ein Riesenfisch und will mich... Ist das eine normale Krabbe? Warte mal. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Scheiße. Wie die seitlich ankommt. Wer ist hier gestorben? Es muss jetzt was passieren. Safe Call. Jetzt kommt irgendwas von oben rund oder vom Meer, aus dem Meer gekracht oder so. Oder?
ist sie gestorben? Werden die Kleinen alle groß, wenn man das Item nimmt? Warum sind die so... Also, ich... Alter, ey, wirklich, wenn ich auf eins nicht vorbereitet war beim Elden Ring spielen, dann war es die Masse an Scheißgelaber auf dem Boden. Also gerade so im ersten Gebiet, wo man so spawnt und da dann lang geht. Ich meine, ich komme hier, ne, nochmal von Dark Souls 1, 2, ja, ich weiß, blablabla, habe ich schon tausendmal gesagt, aber da ist ja dann alle 50 Meter mal eine Nachricht, wenn überhaupt, wenn der Online-Dienst denn ginge. Und hier ist ja so viel Scheißgelaber auf dem Boden. Da merke ich richtig, Alter, zum Releasen From Software-Spiel spielen ist ja richtig Pain. Also ich war schon ein paar Mal kurz davor, es aus... Aber irgendwie macht es das dann auch wieder aus, dass sie sich halt alle trollen. Freund voraus, es werde Freude. Auch dann immer... Es ist so ein Müll, wirklich. So, warte mal. Ich gehe da einmal hier hin. Mir fällt gerade ein, da war ja so ein Schlüsselstein-Ding. Das hätte ich aufmachen können. In der Unterführung. Und ich habe da gerade irgendwas gelabert und ich habe total vergessen. Ich fiel mir gerade wieder ein, wo ich hier die Ruine gesehen habe. Ich weiß jetzt aber nicht mal, wo das war. Ich glaube, da, wo ich... Bei diesem Typen, ne? Bei dem Typen, den ich am Anfang weggemacht habe. Oh, das ist der Wald. Jo, das ist der Wald mit den fetten Beeren. Und ich rede nicht von dem da vorne. Na, ich habe jetzt nicht so Bock auf die ganz großen Bären. Dann drehe ich lieber um. Servus. Ja, nee, alles cool. Also von meiner Seite aus... Die sind halt halb so schlimm. Aber der da vorne, der ist schlimm. Nee, ich drehe um. Wir sehen uns später. Hier war übrigens gar keine Ruine. Das waren irgendwie Felsen einfach. Okay, reiten wir weiter am Rand entlang bis zur Burg. Oh, was ist das? Aha. Was ist das? Ach, das ist mein Marker. Alright. So. Alter, dahin die Viecher, die sind schlimm. So, was ist das? Höhle voraus. Kurz gesagt, Vision hier von gerade ist begonnen. Brunnen am Siofra. Ist so krass, man rennt hier einfach lang und dann entdeckt man sowas. Man denkt sich so, okay. Ich schau mal nach. So geht halt Open World. Ich muss sagen, ich habe das richtig vermisst. So dieses entdecke Aussichtspunkte, schalte Gebiete frei und mach dort 0815 Quests, habe ich so die Schnauze voll. Und dann irgendwie immer die Kontrolle von einzelnen Sektoren, ob das jetzt so ein Dying Light ist oder ein typisches Ubisoft Open World, so Far Cry mäßig, hat ja alles seinen Platz und so, will ich auch jetzt gar nicht shit-talken, ist ja auch, sind ja auch keine per se schlechten Spiele, aber ich mag es halt viel lieber. Wo fahren wir hin? Nach China, Alter? Ich mag es halt viel lieber. What the fuck? Das meine ich mit Level Design. Was passiert hier gerade? Die Spiele sind ja alle nicht schlimm. Ist ja, hat alles seinen Zweck und Platz. Aber die alte Schule, wo einem nicht alles vorgekaut wird und man nicht eigentlich nur linear diese vermeintliche Open World spielt. Das habe ich halt sehr vermisst. Siofra. Bin ich jetzt trotzdem noch... Ja. Brauche ich mich hin... Muss ich mich hinsetzen bei Elden Ring? Glaube nicht, ne? Ach so. Ah ja, hier habe ich sie. Krass, die kann ich jetzt immer verwenden und dann... Das ist ja eine geile Mechanik. Was ist das hier? Die sind ja dafür da... Nee.
Nee, ich fange gar nicht an. Ich weiß es nicht. Also ich glaube es nur zu wissen, was hier los ist. Achso, ist eine Blume. Geschmolzener Pilz. Okay, ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet, aber es sieht sehr creepy aus. Da sind auch Blümelein. Taubennetzte. Egal. Ich muss sagen, ich bereue es ein bisschen, dass ich auf... Also ja, nö. Ich bereue es total bislang, dass ich auf Geschicklichkeit gegangen bin. Weil... What? So ein Bullshit. Denn, was ich schon gesagt habe, ich finde einfach keine... Also ich liebe es einfach, eine Waffenauswahl zu haben und immer mal wieder ein neues Item zu finden, was ich benutzen könnte und abzuwägen. Das liebe ich. Ich spiele 17 Stunden mit einer Waffe. Ist total boring. Das ist für mich kein Roleplay-Game. Ich brauche Upgrades. So. Und aber auf der anderen Seite, ich hätte echt gern Magier gespielt. So, was ich hier teilweise an... Also allein die Aschen, was es da für üble Scheiße gibt. Ich habe da schon irgendwelche Boss-Aschen. Nur ich habe halt den Geist, also das, die FP nicht dafür, um die zu verwenden. Aber ist dann vielleicht für einen zweiten Run ganz cool. Ich habe ja zumindest gehört, dass man hier reskillen kann. God bless. Das fände ich auch so ätzend, wenn man nicht reskillen könnte. Das wäre halt auch wieder so krampfhaft edgy. So, hier ist einfach gar kein Gegner, oder was? Oder wie? Silbernes Glühwürmchen. Ich frage mich immer, ob die einen aussehen in dem Moment. Gras suchen. Also es ist halt auch so viel Getrolle. Oh, hier höre ich aber was. Ich spiele übrigens Elden Ring 100% blind, ne? Ich gucke mir keinen Stream an, kein Video, kein Secret. Ja, hier hören wir doch was. Oder ist es oben? Es gibt ja wohl auch Wände, hat mir Maxim erzählt. So viel zum Thema Blind. Die einfach 20 Schläge aushalten? Es muss nicht gewollt sein, sonst wäre ich... Also, dann wären wir wieder beim Thema Snowflake. Naja, also Elden Ring ist schon krass. Also es gibt da so ein Secret. Da gibt es eine Wand von den 85.000 Wänden im Spiel. Da musst du 20 Mal gegenhauen. Und dann öffnet sich ein Raum. So. Why? Simply why? Okay, hier sterben Leute. Aber ich will hier erstmal nochmal links gucken. Junge, wie viele Pflanzen gibt es hier? Wofür brauche ich die? Das ist wahrscheinlich ein super geiler Ort, um diese Scheiße hier zu farmen. Actually könnte ich mal ein paar Giftpfeile herstellen. Naja. Okay. Die fischen hier oder was? Sind das Undeads? Wollen wir uns kloppen, Leute? Oh, ist ja auch einer. Sehr schön. Okay. Der ist nicht gerade empfindlich gegen... na? Schlitzangriffe. Dann kommen wir ein bisschen weg von deinem Kollegen. Ich mache gegen gar keinen Schaden. Krass. Wie ist mit Speer? Ja, ein bisschen... Scheiße. Bisschen besser. Bisschen besser. Ich habe halt von irgendeinem richtigen Kackboss dieses plus 7 kurze Speer bekommen. Das nehme ich halt dann immer, wenn Schnitt nichts bringt. Weil das ist nur Stich. Und die Krallen sind auch Stich, aber nur bei einem bestimmten Angriffsmove. Ich glaube bei RT. Ja, gehe ich jetzt hier weiter? Ja, oder? I guess.
Wow, kann ich auch. Jetzt kommen halt leider ein paar Leute. Die sind halt sehr langsam. Also die können halt wirklich nicht viel. Vor allem, weil sie nicht um einen herum schwärmen. Aber wenn sie treffen, machen sie ja noch gut Schaden. Aber ich spiele es auch nicht gut. Ich spiele es einfach nicht geduldig. Ich könnte das super geduldig spielen. Oh, was macht er? Packt der einen oder was? Oh. Ah, da war ich noch. Schön auf dem Max-Range. Ich glaube, wenn einer mich von denen jetzt trifft und der zweite direkt nachsetzt, dann habe ich schon richtig ein Problem. So, kann ich einfach hinter euch und den hier machen? Geil. Okay. Der hat was gedroppt. Oh! Tonmenschen-Harpune. Junge. Tonmenschen waren das. Dann schauen wir mal, ob das eine Dex-Waffe ist. So bin ich innerlich schon. Es ist einfach eine Stärke. Also es ist mehr Stärke-Scaling als Dex. Aber magisch auch. Also eh. Oh. Übrigens, falls ihr in meinem Inventar eine ganz gute Geschicklichkeitswaffe seht. Wenn ich mal zum Beispiel so bei Doppelklingen oder so. Da habe ich einfach das Gefühl, auch wenn jetzt hier Stärke D und Geschicklichkeit D ist, die skaliert, also bei Upgrades kriegt die bestimmt besseres Deck-Scaling. Und dann gehe ich immer auf Wiki und gucke nach, wie gut die werden. Ja, also ich gucke dann gezielt, wenn ich eine Waffe gefunden habe, wo ich denke, ja, die können krass sein. Zum Beispiel Rapier. Immerhin C-Scaling, ja. Aber ich habe jetzt noch keine gefunden, die auch nur ansatzweise auf Rang oder Level 25 ein A-Scaling bekommt. Also maximal B, geschweige denn S, also überhaupt nicht. Ich finde einfach keine gute Dex-Waffe. Oh, noch eine. Schön Dual-Wielding. So. Okay, hier gibt es 10 Millionen von diesen. Von diesen Pflanzen. Das ist ja heftig. Okay, und ich kann hier einmal drumherum gehen. Oh, und da geht's auch nochmal rein. Okay. Ja, irgendwo ist hier bestimmt auch ein Boss noch. Junge, Alter, was? Ich bin einfach im Meer. Ich wollte einfach nur diese Region einmal kurz entdecken. Ey, ohne Witz, wofür ist das da? Ich gucke mir das jetzt an. Das ist ja so heftig, wie viel ich davon finde. Material zur Herstellung von. Findet man in der ewigen Stadt und ihrer Umgebung. Material zur Herstellung von Objekten. Die Pflanze ist mit arkanem Tau getränkt und leuchtet ein wenig wie die Sterne. Wofür braucht man das? Ey, Quatsch. Das ist ja... Da doch. Ah, hier. Glühstein. Leuchtet schwach, wenn man ihn aufstellt. Cool. That was it. Noch, ne? Ich hab ja noch lange nicht hier alles. Das ist das Einzige, was ich aktuell damit machen kann. Wer ist er denn? Tonmensch? Ja, ich grasse es trotzdem. Ne, ich grasse es nicht ab, ey. Soll sich, kann sich, ne, kann sich sonst wo
So. Oh, hier sind einige toten Menschen. Oh, du zauberst? Wer Blubberblasen Blasen bläst, wird... Hör auf, Blubberblasen zu blasen! Oh, das ist jetzt ein unangenehmer Mix, wenn die hier eine Reihe Nahkämpfer haben und dann hin ein Magier. Oh, 9000, das tut's weh. Aber das meinte ich. Ah, oh, ja, die standen alle ineinander. Dann treffen mich zwei und dann war es das schon. Krass. Einmal nicht aufgepasst. So. Kann ich auch rechts rum? Oder was ist, wenn ich jetzt hier frontal reingehe? Komme ich da dann auch direkt zu diesem Platz, wo die jetzt gerade waren? Ja, oder? Junge, wie viel gibt's davon? Es ist ja eine Seuche. Ja, Tatsache. Ding, ding, ding. Essen fassen. Oh, die Skelettmiliz hätte ich mir... Nee, das sind die nicht. Scheiße. Ja, Zugriff. Oh. Oh, 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 oh. Ja, Acker. Schön Acker. So, jetzt. Okay, das ist jetzt... Es eskaliert! So, wir konzentrieren uns auf den. Oh, da sticht... Okay, die wurden komplett hops genommen. Oh! Das war... War aber knapp, du, hör mal! Ja! Ja, meine Leute sind übertrieben verreckt. Ich finde das übel geil. Ich finde diese Asche... Das war für mich eine so richtig neue Mechanik. Wisst ihr, was ich meine? Fand ich übel geil. Dass man hier Viecher beschwören kann. Ja, Leute, wir einigen uns auf Unentschieden. Oder? Nee? Subi. Ja, hierfür so ein Flegel wäre, glaube ich, gut. Ich habe ja einen Flegel. So, jawohl, jetzt zirkulieren und dann stechen wir zu, die miese Sau. Der Tonmensch, du, hör mal. Ja, und nochmal ins Arschloch. Ui. So. Ja, wir fighten uns ja jetzt durch. War hier noch? Ja, ich wusste es doch. War noch einer im Gebüsch, du, hör mal. So nehme ich. So. Was ist das? Okay. Is it a trap? Nee. Oder? Schmiedestein 4. Oh my goodness. So, ich will erstmal meine geile Gnade eigentlich holen, bevor ich hier irgendwas anbrennen lasse. Junge, da oben drauf. So. Bro, hast du Bock? Ja, das wird nicht klappen. Ehre. Das ist halt wiederum dann... Also das wiederum checke ich dann nicht, dass... Aber ja, es ist gut, sonst wäre es auch Bastel. Wenn ich die halt von den backstabbe und sie auf dem Boden liegt, dann kann ich sie nicht angreifen. Aber sonst, wenn Gegner auf dem Boden liegen, kann ich sie angreifen. Aber ich glaube, es gibt, ist einfach ein Unterschied von Gegner fallen wegen irgendwas hin und Gegner werden gebackstabbt und müssen erstmal wieder aufstehen. Weil dann wären die ja instant tot, könnte man die backstabben und dann direkt... Okay, okay, das sind nochmal einige. Ach du Scheiße, Mann. Soll ich mal Flegel ausprobieren? Ja, die brauche ich ja eh nicht. Na, komm mir nicht zu nah, Bro.
Der ist Schlag. Den schönen Dual-Wielding so hier. Ja. Ja. Der ist halt gar nicht aufgerüstet, ne? So, zwei ist schon... Zwei brauche ich immer länger. Ja gut, hilft nichts. Muss ich hier mit dem Speer ran. Oh, jetzt habe ich eine schwere Rolle. Menüführung, so ein Genuss, ne? Wenn man das vergleicht mit Dark Souls 2, Alter. Boah, die knallt jetzt aber richtig. Die Flask. So. Ach, die zerlaufen, Alter. Das ist ja disgusting. Wischt euch auf. Welche Riesensauerei. Guckt ihr es an. Junge, stell mal vor, ihr müsst es mit dem Mob wegmachen. Das dauert ja Jahre. Also, finde ich nicht gut. So, da oben ist ein Blubberblasen-Magier. Eieiei, der schallert. Aber da habe ich jetzt die Aggro gezogen. Wäre doch nice, wenn der jetzt... Ne, das ist jetzt wiederum nicht so nice. Hm, komm mal runter. Sehr gut. So. Oh, jetzt kommen seine Kollex. jetzt kommen alle. Hm. Oh, der zaubert. Ah, das ist diese heftige Bombe. Ui. Reicht das, wenn ich hier stehe? Oder sollte ich lieber hier stehen? Aha. Gut, aber er dreht um, oder? Scheiße. Oh Gott. Das, also... Ausdauer ist so angenehm in dem Game. Boah, es ist aber auch ein Akt hier gegen die Leute, ne? Ich nehme mal einen kleinen Schluck. Hä? Warum mache ich so wenig? Junge, warum mache ich so wenig Schaden? Das war gerade mein Talent. Da ist der Magier. Scheiße, ich hab's gar nicht gesehen. Okay, problematic. Sehr, sehr problematic. Gut, so sehe ich nichts. Scheiße. Da war aber die Scheiße schon wieder. Genau, geht mal nach Hause. Nee, komm. Lass es. Als folgendes. Ich hol jetzt meine scheiß Gnade. Weil die muss erstmal... Oh, hier ist ja noch einer. Okay, den machen wir erstmal weg. Das waren zwei Mädchen. Krass. Aber wo ist meine Gnade? Silbernes Glühwürmchen. Ach, wie schön. Hier. So. Jetzt können wir hier auch einfach looten. Ach, schön. Regenbogenstein. Wie cool. Ah ja, geräuchertes, immunisiertes Fleisch. Das brauchte ich noch. Okay. Wir gehen einfach mal weiter. Und sagen Scheiß auf die. Hier ging es nochmal... Ja, da war irgendwie hier so ein... Nee, wo war denn? Okay, ich höre hier was.
Aha, das ist für Tränke, das ist gut. So. Ja. Ich höre es die ganze Zeit hier klimpern. Oh. Nee. Wir können halt die ganze Zeit auch Pferdchen nehmen, ne? Aber ich bin irgendwie, also ich nutze es tatsächlich echt nur für lange Strecken. Weil ich mir auch beim Laufen, ich habe einfach das Gefühl, ich kann mir entspannter die Gegend angucken. Sprießendes Horn. Das klingt auch einfach nur nach etwas. Ja, was ich habe hier, schön, die würde ich gern, naja. Aha, Material zur Herstellung von Objekten. Gut. Ey, und dass man springen kann, ne? Wie geil ist das? Ist vielleicht ein Bait? Nee, das ist schon... Das ist locker ein Bait. So ein wertvolles Objekt voraus und dann steht hier doch nicht. Oh Leute, hier sind einfach alle gestorben. Ach, dahin. Krass. Okay, aber warum sterben hier Leute? Das gucke ich mir mal an. Der spielt mit Tastatur, oder was? So. Hier ist doch gar kein Abgrund, oder? Da kann man sich doch einfach draufdroppen lassen. Hä? Oder sehe ich das falsch? Hä? Das meine ich. Manchmal, ich glaube, die Leute sind echt verwirrt manchmal. Schönes Jump and Run. So, das sind zwei Magier. Das ist ja richtig eklig. Okay. Oh, ich habe 10.000 Gnade. Egal, das schaffen wir. Backstep einfach durch. Oh. Ja, ja, super. Oh, ihr seid klasse. Das müsste durch mich durchgehen. Geil. Den haben wir. Also was man für einen scheiß Loot bekommt. Aber wäre auch irgendwie doof, gäbe es immer nur heftigen Loot. Sowas hier. Keine Objekte voraus. Gut. Was hier? Ey, aber das meine ich so geil. So, es gibt niemanden, der dir sagt, kletter da hoch und hol mir den Dolch der Weisen. Gibt's halt nicht. Man muss das alles selber... Ach, da klimpert's die ganze Zeit. Die Scheiße. Hier versuchen... Was? Da willst du, dass ich rüberspringe? Nee. Ja, doch, außenrum... Doch, hier kann ich actually runterdroppen. Yep. So, ich will nicht, dass das despawnt. Nee. Achso, die habe ich gar nicht mehr ausgerüstet. Stimmt, die hatte ich ja abgewählt. Warum auch immer. Eine Überlegung, die ich hatte. Krummsäbel Dual-Wielding. Aber der hat jetzt auch nicht das krasseste Scaling. Aber gut. So, schaffe ich das, darüber zu springen? Ne, ich glaube, ich mache das hier. Yep. Oh. Egal, hinterher. Kann notfalls nochmal hoch. Weil das ist wichtig. So. Oh, das war der Spell von den einen. Siehst du, und das meine ich. Und sowas... So, der Spell sah nice aus.
Also sag einfach so die Blubberbläschen und dann... Oder nicht. Oder nicht. Dann denke ich mir, geil. Warum kann ich nicht so einen... Also das das Äquivalent für... Oh, ja, Crit. Geil. Für Geschicklichkeitswaffen finden. Warum nicht? Wäre doch voll geilo. Geilo Matico. Geilo Family. Ja. Oh. Oh ja, wichtig. Hier oben bin ich. Zack. Zack. So, das ist die schwerste Stelle hier. Sind schon viele vor mir gestorben. Ging jetzt schneller irgendwie als erwartet. Gut. Links rum. Nee. Rechts rum. Drop it. Und drop it. Das ist wieder irgendein Multiplayer-Ding, ne? Drei Stück, cool. Och Mann. Ich will einen heftigen, fetten Riesensäbel oder so. Oder eine ultra sicke Peitsche. Oder so ein Flegel mit einer gigalangen Kette. Oder einen richtig heftigen Dolch. Oder also nicht so ein Standi-Dolch. Oder I don't know, Mann. Ein richtig geiles Katana. Oder so ein langes. Weißt du? Weiß ich auch nicht. Goldene Rune 4. Oh, da ist noch was. Aber hier kommt locker was unterm... Nee, geht gar nicht. Die sind... Guck mal, die werden gleich alle aufstehen. Die werden gleich alle aufstehen. Ja. Ciao, Bella. Wisst ihr, Souls-like-Games sind relativ einfach. Ihr müsst nur versuchen, konsequent das Spiel zu analysieren. Gefahrenorte richtig einzuschätzen. Lügner voraus. Der fährt mich einfach gegen die Decke, oder was? Loch voraus. Ich will es jetzt schon eigentlich ausprobieren. Der fährt einen einfach... Okay, also der trollt, ja. Ey, aber vielleicht. Vielleicht trollen die auch nur. Null Bewertung. 5. Ich würde es einfach machen, hätte ich jetzt nicht 10.000 Grad. Aber theoretisch kann ich auch einfach rechts rum durchrennen. Komm, Abfahrt. Locker einfach gegen die Decke oder so. Ich konnte es jetzt nicht ganz sehen. Oder jemand wollte trollen. Das ist unfassbar, ne? So eine Drecks-Community, wirklich. Es ist einfach... Einfach frech. Junge, wo bin ich? Moin, Servus. Gibt's hier ein Leuchtfeuer quasi? Kopf anbieten. Jetzt bin ich oben beim Wasserfall. Hier geht es wahrscheinlich noch höher. Jo, was die hier labern. Bewahrende Boli. Ist wieder irgendein Bufffood oder so. Leistungssteigernde Mittel. So. Rennen wir nochmal kurz weiter. Gucken, was hier kommt. Oh, hier sind ein paar Leute gestorben. Oh, ich habe so viel Gnade. Ich höre was. Da ist eine Krabbe. Warum sterben hier Leute?
Nicht verstecken. Zauberer. Okay, mich erwartet hier wohl gleich irgendwie. Es kann echt sein, dass diese Krabben... Junge, die sind aber auch creepy. Also hier scheißen sich doch bestimmt die Leute reihenweise ein. Bin echt am Überlegen, ob ich die Nachrichten irgendwie ausstelle. Und also ich würde gerne nur anhand von Blutflecken das Spiel gerne spielen. Muss ich mal gucken. Vielleicht geht das einzustellen. Krabbe voraus. Noch eine. Nee. Hinter mir. Kommt die oben runter gedroppt. Oh, ein Pilz. Geschmolzener Pilz. Huch. Gut. Krabbe? Ich höre wen pfeifen. Viel Glück. Ja, anscheinend kommt jetzt eine Art Bossfight. Kann das sein? Das wäre so das große Finale wahrscheinlich. Hier unterirdisch. Kann er hochklettern? Oh, da liegt sogar was. Aha. Ist hier noch was? Nö. Andere Seite? Nö. So. Ha! Nice. Okay. Hinsetzen. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, war's das mal. Kleines Reinschnuppern bei mir, wie es so bei Elden Ring aussieht. Ihr könnt gerne mir da Tipps geben oder so. Aber bitte Spoiler vermeiden. Ne? Also irgendwie so konkretes, bla, oh, geh da hin und töte den Gegner. Hier ist ein Screenshot. Dann kriegst du die Waffe. Sowas vielleicht nicht. Oder, boah, pass auf. Wenn du jetzt geradeaus noch gehst, dann kommt der und der Gegner, versucht das und das Moveset, das bitte auch nicht. Aber ja, gerade so geschicklichkeitstechnisch, wenn ich da voll auf dem Holzweg bin und hier irgendwie richtig was übersehen habe, irgendeinen wichtigen Händler oder so, könnte man einen Tipp geben, wo ich mich mal nochmal umschauen sollte oder so. So grob. Das könnt ihr machen. Ja, und ansonsten, ich meine, ich habe mehrere Themenbereiche rund um Elden Ring angesprochen. Gerade am Anfang. Könnt ihr gerne mal eure Meinung sagen. Gibt ja unterschiedliche, vollkommen in Ordnung ist. Und ja, ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüssi.